Sie werden sofort sehen, Malin, genau wie Wang Hao, sein Landsmann, Penholder-Spieler, also die alte, die traditionelle Asiat. Im Moment auf Position 15 geführt, Malin die 3. Die Halle von damals gefüllt mit 13.500 enthusiastisch feiernden Zuschauern. Aber dennoch, wenn die Europäer hier in der Lage sind, so ein bisschen dran zu kratzen, dann können sie sich einer großen Unterstützung durch das Publikum natürlich bewusst sein. Die beiden Franzosen übrigens bei diesem Turnier, beide in der Vorrunde ausgeschieden. Sowohl Patrick Schiller als auch Damien Eloi. Gut gesetzt von Trianga. Varianten, sein technisches Repertoire ist kleiner als das des Chinesen. Aber wenn er die Sache am Rollen hat, und das hatte er in diesem Ballwechsel. Da kämpft er und rackert er und ackert er mehrere Meter hinter dem Tisch stehend. Trianga, aber Malin lässt sich diese Chance am Ende dann doch nicht nehmen. Knapper Satzgewinn, 11:9 für den Favoriten aus China. Aber es war ein Satz, der hoffen lässt. Die bisherige Bilanz, sie lässt nicht hoffen. Ich habe sie im Eingangs gesagt, 0:10 aus der Sicht von Trianga gegen Malin. Aber in diesem ersten Durchgang der Karriere der Weltklasse-Leute in diesem Alter schon dem Ende. Ganz nah dran. So viel besser ist der Mann gar nicht auf der anderen Seite. Gegen die Laufrichtung, klasse gespielt, viel dichter. Malin in dieser Situation wieder einer, der genau antizipiert, also vorausahnt, was Trianga machen will, zum richtigen Zeitpunkt die Rückhand umläuft und mit der Vorhand knallhart gegenzieht. Also nach einem 2:4 Start hat Malin einen Gang höher geschaltet. Die Power, mit der er in den zweiten Satz hineingegangen ist, nach dem knapp verlorenen ersten, die strahlt Trianga jetzt nicht mehr aus. Etwas Glück für Malin. Lang genug ist, um ihn anzuziehen, dann weiß der Chinese trotzdem die bessere Antwort. Und das ist natürlich auch 3 Satzbälle immer noch. Und das sind genau die Bälle, die Fehler, die sich um 2004. Kalinikos Trianga, Gewinner des ersten Punktes im vierten Satz immerhin. Eine Führung, das 2:0 schon wieder verloren hat. Das ist sehr auffällig in den Sätzen 3 und 4.
ganz weit rausgetrieben. Und das ist so ein gefühlvoller Ball. Eine ganz, ganz kleine Konzentrationslücke sich geleistet. Anbietest, dass ich wieder ins Match zurückkommen soll. Dieses Angebot nehme ich gerne an. Und das ist Trianga, wie er leibt und lebt. Topspin zu 7 Rückstand in diesem vierten Durchgang für Kalinikos Trianga. Beim ersten kriegt er erstmal wieder seine Grenzen aufgezeigt. Aber Kalin hat noch eine Chance. Bei eigenem Aufschlag. Und da reißt er die Faust hoch, Kalinikos Trianga. Da hat er einen verlorenen geglaubten Satz sich auch gesteigert. Wiederum gegen Ende des vierten Satzes. Und den tatsächlich noch gewonnen mit 11:9. Davon war nun wirklich nicht mehr auszugehen. Führung. Ja, die Zuschauer sind bereit hier für ein kleines tischtennis Wunder. Würden Trianga gerne nach vorne jubeln. Und dass er diesen Kann wieder umlaufen will. Und jetzt ist, wenn er das Tempo bestimmen kann, wenn er mit knallharten Vor- und Rückhand-Topspin-Kombinationen. Selbst angreifen müssen. Das tut er nicht und so ist die kleine Hoffnung, dass diese Partie doch noch eine Wende. Malin. Also Kalinikos Trianga hat uns ein bisschen hoffen lassen zwischendurch. Er, Malin, hat im vierten Satz sich eine Auszeit genommen, so gegen Mitte des Satzes. Und drohte dann auch im fünften Schwierigkeiten zu haben. Aber dann hat er gegen Satzmitte ordentlich aufgedreht, der Chinese. Und das Match am Ende natürlich dann verdient auch mit 4:1 gewonnen. Der erste Halbfinalist beim Weltcup 2006 in Paris kommt aus China und heißt Malin. Dass der zweite Halbfinalist ebenfalls aus China kommt, das kann nur der Weltmeister von 2003 verhindern, der Österreicher Werner Schlager. Er trifft gleich im zweiten Viertelfinale.